Was geht, YouTube? Ihr werdet sofort merken, ein ganz besonderer Server ist heute auch dabei, für den ich dieses Format-Video auch eigentlich nur mache. Er ist wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf diesem Server konnte ich leider mein volles Potenzial nicht ganz entfalten, aber deswegen muss unbedingt so ein Video her, damit Leute von euch natürlich diese Gelegenheit kriegen, weil das ist nicht nur, dass ich hier irgendwie was Lustiges mache, sondern auch ihr die Gelegenheit habt, auch was Geiles zu machen. Ich meine, das ist auch irgendwo eine Bewegung, wo man zusammen irgendwie mal was zusammen verschmiert. Im Fachjargon spricht man von der Kollektivverschmierung. Das ist dann einfach alle zusammen verschmieren, dann. Ja. Ja, leck mir am Arsch. Es geht los, ne? Leck mir am Arsch. Dresden RP. Handy iPhone 13 Pro. Ich hab das iPhone 14. Leck mir am Arsch. Ja. Irgendwie ist schon so ein Talk, wo man einfach rein kann. Der Killer. Was? Ja. Ich bräuchte noch, glaube ich, meinen Rang auf dem Discord. Ich will erstmal wissen, wer ist jetzt. Ich bin gerade kurz gemutet. Ich gehe in den ersten Voice-Chat rein bei Discord da. Keiner hat das Alter von 12 Jahren überschritten. Aber ist nicht schlimm. Also ich sag das nie, weil ich das schlimm finde. Ich sag das immer, weil ich das lustig finde. Also ich habe ja mit 12 sowas auch gemacht. Oder hätte sowas auch gemacht. Ist einer von euch hier Supporter? Nö. Ich wollte mal hier auf dem Server zocken. Ich weiß nicht, warum seid ihr hier in dem Channel? Weil wir gerade Probleme haben, da jetzt gerade 14.000 neue UPs reinkamen. Ich weiß nicht, was das ist. UPs sind Kleidung. Ja, Kleidung. Boah, leck mich am Arsch. 14.000? Ja, haben die gestern für 80 Euro gekauft. Das ist aber alles customisiert. Junge, wie geil. Ist halt, die haben halt... Wie geil! Was geht wie ein Fuckarsch. Warum hat mein Charakter eigentlich schon direkt diesen Stirnschleim da? Ist das normal? Aber irgendwie scheint das so zu sein, dass man diesen Stirnschleim, den man da hat, irgendwie nicht wegkriegt. Ey, Jungs, ich bin gerade mich um umziehen. Habt ihr auch auf der Stirn ganze so einen Schleim drauf? So dunkel? Nein, nee. Also ich kann mein Char gar nicht richtig machen, das so unten auf der Stirn drauf. Hallo? Nee, wir haben... Also ich hab keinen Schleim. Warum hab ich das? Ey, Kilsa, bist du gerade auch im RP geschehen? Also ich bin gerade in der Umkleide. Warum? Was wollt ihr, Junge? Ich mach gerade Klamotten. Haltet mal kurz eure Fressen. So, tut mir leid, ich muss gerade zwei Leute zusammenschmeißen. Wo kann man sich umziehen? Kleidungsläden. Und seit wann bist du auf dem Start so? Schon so seit ein paar Wochen. So. Boah, ich hab nie richtig viel gespielt. So, na dann. Joch, was willst du? Piss dich doch da jetzt! Hä, wie funktioniert das mit der Bank? Ich verstehe es irgendwie nicht. Jetzt piss dich oder es knallt. Recht jetzt mal. Sorry, hier gab's gerade so eine kleine Person, die nerven muss. Was ist denn los? Ja, die stellt sich die ganze Zeit vor mir. Joch, lass es oder du kriegst eine Kugel in den Kopf. Nimm den Typen. Ja, der mit dem Kopfhörer, nimm den mal mit, bitte. Der fuckt gerade ab. Cousin, Hände hoch. Du musst die ganze Zeit vor mir stehen, während ich Fraktionskleidung mache. Ich hab schon eine Gazette. So, jetzt komm her. Digga! Wenn du weiter nervst, Alter, dann schalte ich dich jetzt gleich hier aus. Digga! Ja, ruf mal kurz Engel. Ja, geht schlecht, Junge. Wie dumm bist du eigentlich? Joch, ich... Komm mal zu Kleidungsschlangen, die ihr Faxen. Ey, band ihn doch einfach dieses... Brauchst ihn nicht weiter boxen. Okay. Ey! Wie kannst du überhaupt, Alter? Fuck, nicht ab. Ich weiß gar nicht, warum ich das alles konnte gerade. Was ist das gewesen? Ja, du stellst dich vor uns. Der ist gefesselt, rennt dich hier um. Wenn du eine Waffe mit ihm auf ihn zielst, das interessiert ihn scheiße. Bro. Ja? Ich war das. Wieso machst du sowas? Leck mich am Arsch. Komm. Du sollst mich am Arsch lecken. Ja, Junge, dann fuck nicht ab, Alter. Halt's Maul und leck mich am Arsch. Der ist vom Discord gequittet. What the fuck? Bro, sorry, tut mir nochmal leid, ey. Alter, Jungs. Alter Jungs, mehr muss ich dazu nicht sagen. Junge. Wir gehen jetzt hier gerade auf so einen Server. Das ist so einer mit so Discord-Abfuck-Whitelist, so ein bisschen Kopfgeficke. Und ich lese so gerade das Regelwerk. Denkt mir nichts Böses. Es ist 10 Uhr abends, ich denk mir nichts Böses. Aufpassen jetzt, bitte aufpassen. Du gehst so das Regelwerk durch. Auf einmal, ja, Korruption, Waffengesetz, illegale Routen. Fix or sleep? In unserem Staat gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, sexuelle Aktivitäten auszuleben. Bruder, das ist RP. Hier gibt es eine Vielfalt an Angeboten. Tobt euch aus. Hier jetzt Vorsicht. Es reicht, wenn eine von den 2 Personen mit der Taste E bestätigt und die 2. Person wird dann automatisch in die Sequenz eingebunden. Leider auch, wenn sie das nicht möchte. Oder das ist RP und man kann hier Leute vergewaltigen. Die 3. Möglichkeit ist der Erwerb einer Viagra-Tablette. What the fuck? Sex an öffentlichen Orten ist nur dann gestattet, wenn es zum Charakter passt? Was soll das für ein RP sein? Bei Sex an öffentlichen Orten muss man Folgendes berücksichtigen. Man darf potenziell... Was ist das für ein Server? Da spiele ich jetzt gleich drauf. Ich gucke mir so die Profilbilder von den Leuten hier an. Damn! Nee.
Die heiraten. Aber egal, ey. Wir passen uns an, wir schmiegen uns rein. Was? Warte, das sehe ich jetzt erst. In den zweiten und dritten Optionen besteht die Möglichkeit, schwanger zu werden im RP. Hier kann und sollte man, wenn nicht gewollt, vorbeugen. Es gibt unterschiedliche Methoden, von Verhütung bis zum Schwangerschaftsabbruch. Du kannst abtreiben im RP? Hier sollte verantwortungsvolles Verhalten an den Tag gelegt werden. Es kann nicht sein, dass eine Frau zum 28. Mal eine Abtreibung durchführen lässt. Sonst sollte uns verantwortungsloses Verhalten... Bruder, was ist das für ein Hardcore-RP-Server? Nicht mal abtreiben das hier, Bruder. Das ist doch einfach beyond crazy nur noch. Ey, nee. Ich hab's geschafft. Ich will die Emotes austesten kurz. Ich will gucken, wie das aussieht. Ey, ich hab gerade schon die Namen gesehen von den Emotes teilweise. Das fand ich ein bisschen... Sorry, aber das ist einfach... Das ist nicht crazy, das ist beyond crazy. Ich bin richtig hyped auf diesen Server hier. Ah, da sind schon mal ein paar Leute. Jetzt bitte guckt euch die Animation, die Namen an von den Animationen. Man getting in the car? Woman in the car? Nee! Woman by car? Nee! Scratching the balls. Ja, ja, ja. Das war noch nicht mal alles, glaube ich. Nee! Wer hat diese Animation da reingebracht und animiert? Check mal einer seine Festplatten ab. Das ist doch nicht normal. Alle mir am Arsch, ne? Und die Mädels alle in einer Reihe oder was? Nee, okay, nee. Was macht er da? Ey, nee. Ich scoute mal ein bisschen hier die Person aus. Was macht ihr hier, Mädels? Mal sehen, wie lange ich das noch machen kann. Was macht ihr, Mädels, hier? Leute, ey, kommt, ey. Das ist RP. Das ist geiles RP, ey. Ja, ja, ja. Okay, ich werde hier mitgenommen. Ich habe nur gefragt, wer du bist, weil ich habe dich noch nie gesehen. So, ja, ich bin auch erst seit heute da, also ganz neu quasi. Ach so, dann herzlich willkommen in der Irrenanstalt. Ja, ich habe schon gehört, hier sind ein paar verrückte und wilde Hühner dabei, ne? Ja, klar. Von den Geschichten, die ich schon gehört habe. Ja, hast du schon einen Plan, was du hier machen möchtest? Nee, überhaupt nicht. Ich habe da gehofft, irgendwie eine Rundführung nochmal zu kriegen, aber... Klar, ich kann dir eine Rundführung geben. Ja, geiles Ding. Hast du Bock auf was Legales, Illegales? Ich weiß nicht, also... Was gibt's denn hier so Besonderes? MDPD, SD, FBI gibt. Oh, von denen habe ich schon echt nicht gute Sachen gehört, ne? Nee, was also sind... ich bin Ex-P-Dealerin, ich kann dir sagen, was los ist. Die F*** da auf der Wache und was weiß ich, was die noch alles machen, also zumindest ja, von den Erzählungen. Genau. Komische Vögel, aber das ist ja halt bei Beamten so, ne? Eben. Oben in Sandy Shorts gibt's einen Wohnwagen. Sandy Shorts? Da würde ich... nur hingehen, wenn du auch Lust, wenn du wirklich Bock hast. Warum? Was ist das genau? Wenn du weißt, was ich meine. Was? Achso, das ist ein Wohnwagen, da gehen die meisten die Leute auch hin zum Schulen halt. Gibt's extra so einen Wohnwagen? Ne, den würde ich gerne einmal sehen. Ja. Ja. Komm mit, dann zeige ich dir den. Damn! Hintergedanke, ich bin in der Beziehung. Ja, alles gut. Sind da dann auch öfter Leute so bei diesem Wohnwagen? Hör auf. Oh, okay. Motorrad ist auch gut, ne? Ja, klar. Wundert mich, dass das hier so am Arsch der Welt ist. Oh. Ah! Nein! Sie ist verreckt! Ach du meine Güte. Ich habe ein bisschen erste Hilfe geleistet, so viel ich konnte, aber ja. Wie, sind Sie vom Motorrad gefallen? Ja, ich bin, glaube ich, irgendwo gegengefahren. Haben Sie irgendwo noch Schmerzen? Ja, mein Rücken, mein Becken tut weh. Mein Rücken, ja, dann muss ich Sie einmal mit zum MD mitnehmen. Mhm. Dann bitte ich Sie, immer ins Fahrzeug einzusteigen. Ich helfe Ihnen natürlich dabei. Ja, danke. Oh, scheiße. Alles okay? Ja, du kannst... Ich habe noch nie so einen verlollten Server gesehen. Das müsste, glaube ich, noch funktionieren. Okay, danke schön, ne? Scheiße. Und melde dich, ne, wenn wieder alles okay ist. Ja. Oh, das ist epic. So geil. Wie gesagt, Jungs, ich konnte die Mission nicht zu Ende bringen und da irgendwas Lolliges beobachten. Und deswegen seid ihr jetzt dran, Jungs. Ich vertraue auf euch. Lasst mich auf Discord wissen, wie es lief.